Und damit hallo und herzlich willkommen auf das Spiel, auf das ich jetzt monatelang gespannt gewartet habe. Farm Together 2. Ja, wer mein Let's Play kennt, ist schon eine ganze Weile her, muss ich allerdings dazu sagen, und meine ganzen Hilfevideos dazu, der wird jetzt sicher sagen, oh wow, es gibt einen zweiten Teil. Den schauen wir uns doch gerne mal an. Und ja, entschuldigt bitte, dass ich mich gerade heute ein bisschen seltsam anhöre, aber ich musste unbedingt dieses Spiel jetzt aufnehmen. Es ist heute rausgekommen, am 7., was haben wir denn jetzt? 7.5. Und es ist aktuell noch im Angebot. Ich habe jetzt leider die Seite nicht geöffnet, aber es ist dafür, dass es jetzt eingeführt wird, noch ein bisschen im Angebot. Ich glaube 10%. Das heißt, wenn ihr das Spiel holen wollt, wäre jetzt auf jeden Fall die Chance dafür, weil es ansonsten eine ganze Weile lang halt eben nicht günstiger wird. Ich werde das Ganze allerdings nicht alleine machen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe mir kalte Sachen an die Stirn geklebt, sozusagen, weil ich leichte Migräne habe heute. Ich habe mir alles in die Nase gesprüht, was ich konnte, damit ich einigermaßen frei reden kann. Also mir geht es gerade ein bisschen beschissen, aber das ist total egal. Ich spiele nicht alleine, denn mit mir zusammen spielt der Episode One LP. Zumindest werden wir es versuchen. Hallo zusammen. Ja, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht. Was sagst du denn und meinst du, wir können es von Anfang an jetzt schon zusammenspielen? Also ich weiß nicht, ob ich auf deine Farm drauf kann. Ich vermute es mal, dass man zumindest. Also ich habe den Traktor schon. Ja, der Epi musste natürlich jetzt wieder vorarbeiten, während ich noch bei meinem Abendessen gesessen habe, hat er sich gedacht, ich muss jetzt ganz schnell da rein und ackern, 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 damit ich der wieder was voraus habe. Ich schau mal eben nach. Moment, personalisiere. Da kann man. Oh, ich dachte gerade schon, man darf wieder keine Haare haben. Aber doch, da hinten ist noch ein Pferdeschwanz. Das ist doch schön. Ja, Meinen aber ich Charakter wusste kann ich nicht, einstellen. ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Also irgendwie so richtig sicher war ich mir nicht. Haarfarbe braun. Haben Sie denn auch mein. Die haben nicht mein Gameplay herrenrosa. Beziehungsweise lila. Aber die haben knallige Farben dabei. Aber die Aber wie haben. kriegt man nochmal Medaillen? Doch, Wie war das da doch! nochmal? Die haben meine Gameplayerin-Haarfarbe. Sehr schön. Aber ich habe keine hellgrünen Augen. Ich habe überhaupt gar Weißt du, keine wie man grünen Augen. Medaillen kriegt? Ja, machen wir jetzt gleich alles. Bernstein, braun. Gibt es auch dunkelbraun? Nee, Nein. es gibt nur braun. So, Größe. Was hast du mit der Größe gemacht? Hast du sie so gelassen? Kannst du mal ich habe mich größer gemacht, was? Kannst du mal das Smartphone gucken, wie die Steckdose draußen eingestellt ist? So, und während der Einstellung habe ich den Epi jetzt mal gemutet, weil mal wieder einer während der Aufnahme am Quatschen ist im Hintergrund, wie es dann jedes Mal so ist. Ja, Gewicht sehe ich jetzt, ja, sehe ich einen minimalen Unterschied, aber machen wir mal das Schlankste. Umriss, ich bin mir nicht sicher. Ach so, das ist. Ah. Okay, lassen wir mal so. Ich glaube, so war jetzt standardmäßig. Das wären natürlich ganz coole Klamotten. T-Shirt ist natürlich auch, obwohl das sehr männlich aussieht, muss ich sagen. Das wäre natürlich eher Farmer. Ja gut, wir haben jetzt halt im Moment noch nichts. Die Haare, beziehungsweise es ist die Kopfform. Ich würde sagen, die lassen wir, wie sie war. Das war, glaube ich, das Erste. Die Haare sind okay, viel kann man da ja nicht einstellen. Bart machen wir uns natürlich nicht als Frau. Brille brauchen wir auch nicht. Ohrringe haben wir noch keine freigeschaltet. Ach ja, das sind die Level. Ich frage mich die ganze Zeit, was das für Sterne sind. Man kann sich auch Schminke drauf tun oder als altes Weib abstempeln. Ja, entweder lässt man es so. Naja, ich würde sagen, ich mache erstmal ein bisschen Schminke, damit man zumindest sieht, dass ich eine Frau bin. Soll man doch zumindest erahnen können. Möchtest du sie anwenden? Ja, möchte ich. Dann Gesten sind soweit auch okay. Das sind ja auch die Standardgesten. Traktor. Huch, da kommt er schon an. Kann man den drehen? Ja. Sehr, sehr schön. Hauptfarbe, Sekundärfarbe. Wobei das ja eher so die Hauptfarbe ist, behaupte ich jetzt mal, ne? Grau, Violett, Altrosa. Dunkles Violett, dunkles Lila. Ich nehme mal das.
keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Nummernschild. Game. Achso, geht nicht. Okay. Ach, das ist doch blöd. Dann mache ich GP von Gameplayerin. So. Traktor können wir uns noch nicht aussuchen. Das ist generell dran gewesen, glaube ich. Ja, möchten wir anwenden. Und wir möchten wieder zurück. Und wir hören mal rein, ob der Epi mittlerweile wieder frei ist. Vielleicht jetzt ohne störende Hintergrundgeräusche? Ja. Er ist wieder frei. Okay, dann... Meine Farmen haben wir nicht. Können wir mal kurz draufklicken. Das sieht dann so aus. Sieht aber, finde ich, sehr hübsch aus. Auch das Hintergrundbild. Finde ich, ist ein bisschen aufgehübscht, so von der... Ja, ja. Grafik her. Betrete Farm ist wahrscheinlich dann bei anderen. Also gehe ich mal auf Spielen. Kannst du ja bei mir mal probieren, dann später. Ich kann wie gewohnt offline spielen, online privat spielen. Nur Freunde können beitreten oder online öffentlich. Wenn es so ist wie sonst auch immer, dann kann man das Ganze noch umstellen. Ich mache es jetzt erstmal online privat, damit jetzt nicht hier so viele Leute reinlaufen, weil wir das Ganze ja aufnehmen. Das wird dann Gameplayerins... Nein! Ich hasse Spiele, die sofort ohne Bestätigung was annehmen. Jetzt heißt es Gameplayerin, die Farm. Das ist ja richtig geil. Wenn man auf die Enter-Taste kommt. Ich wollte Gameplayerins kleine Farm wollte ich nehmen. Meine heißt Epis Hummelfarm. Hummelfarm. Ja, das ist ja toll. Gibt's hier irgendwie... Nein, das red doch nicht mit mir. Ich kann doch gar nicht zuhören hier gerade. Ja, erstmal musst du dich... Ja, das kennen wir ja alles. Moment, Farmeinstellung. Gucken wir mal, falls euch das auch passieren sollte, ob man das Ganze hier irgendwie... nur ernten. Ja gut, ich muss das bei dir dann natürlich nochmal benutzerdefiniert machen. Jetzt kann ich hier... Nee, da muss ich, glaube ich, in diese Übersicht reingehen. Da muss ich komplett rausgehen. Ich schätze mal, das ist so wie sonst auch immer. Das heißt, mit anderen Worten, ich kann jetzt hier gerade nichts machen. Ja, ich soll mich ein bisschen bewegen. Das, wo soll ich... Huh! Ich dachte gerade, ich bin Abhang hinuntergestürzt. Aber sieht schon süß aus. Warte mal, wie kann ich das denn einstellen mit der Umgebung? Nee, das war meine... Moment. F1, F2, Kachelstraße. Wie kann ich mich weiter wegstellen, nur dass das immer so nah... Nee, mit C. Mit C. Ach, mit C. C und dann. Ach ja, da war das. Das ist immer, aber das gleiche also wie im anderen. Eigentlich. Moment, da kann man so, so. Aber nur noch zweimal. Es gibt nur noch nah und fern. Ja, ja, es gibt nur die beiden. Also ich habe auch. Ja. Oh, bitte. Die haben sich jetzt bitte nicht bei dem Spiel Inspiration gehört. Ich, wenn die reden, höre ich nur. Ja. Von welchem Spiel kennen wir das? Das haben sie leider gemacht. Warum kann ich nicht mehr aussuchen, was ich gerne für ein Land haben möchte? Konntest du dir das aussuchen? Also ich habe ein Online-Privatspiel genommen, damit du auch überhaupt beitreten kannst. Ja, das meine ich jetzt nicht, sondern ob du Hügelland haben willst oder so. Ich habe jetzt anscheinend eine gemischte Farm. Ja. Die große Frage wäre jetzt, ob du... Brunnen? Achso, das ist das Symbol, wenn ich das abholen kann. Okay. Ob du mir jetzt theoretisch schon beitreten könntest. Wir probieren das Ganze mal eben aus. Ich komme mal gleich vorbei. Warte, ich muss Kannst mal du so vorbeikommen? Also du siehst mich, ja? Nee. Warte. Muss mal eben ausstellen, dass ich ja keine Dingelbenachrichtigung bekomme. Oh, ich kann Schweine holen. Was, bei mir? Nein. Ja, du sollst jetzt zu mir kommen, du sollst dich gucken wegen... Och, der Epi wieder. Ich muss da die Schweine So. Das ist uns. Der macht jetzt alles automatisch. Ah, das ist cool. Da musst du das nicht mehr extra selber machen. Was okay. Macht der automatisch? Ja, du, der macht jetzt alles automatisch. Du drückst einmal drauf, dann erntet er das, wenn was drauf ist. Du drückst drauf, dann macht er direkt ein neues Feld. Du drückst drauf, dann... zeigt dir an, was du da sehen kannst. Das war ja vorher, musstest du ja immer alles extra drücken. Ja, stimmt. Warte mal, rede ich jetzt hier Quatsch? Oh Gott, das ist so lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Total Müll, die Gameplay. Feldfrüchte können nur auf gepflügten Feldern zur passenden Jahreszeit angepflanzt werden. Ja, das wissen wir ja alles. Also, dass
erkläre ich euch jetzt mal nicht, weil das kennen wir ja alles vom ersten Teil. Ja, ich bin doch schon gelaufen. Na endlich. Ich will die Kamera jetzt aber nicht benutzen. Ich will Felder. Ich will nicht so nah dran stehen, sonst weiß ich gar nicht, was ich hier machen muss. Komm sofort, ich muss eben noch. Der hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll noch 30 Salat machen. Also Epi, die faule Socke, der kriegt das nicht hin. Dass er mal kurz vorbeikommt und mal guckt hier, ne? Der will einfach nur seinen Kram, will der jetzt hier durch. Ich merk bei mir das kannst du sogar schon ins Buch schreiben. Ich hab das Buch. Ja, ja, ich merke das schon. Wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, wahrscheinlich so direkt nach der ersten Aufnahme, sagt er hier, nimm du mal den Rest alleine auf. Ich muss noch was tun. Ich muss was für einen Steuerberater oder so tun. Und dann gehe ich morgen mal vorbeischauen bei ihm. Und dann hat er die Farm schon irgendwie auf Max-Level oder so wahrscheinlich. Also das ist der Epi. Also ich kann ganz vielen beitreten, aber dich sehe ich nicht. Eine Freundin. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das. Ah ne, ich hab dich. Ja, ich hab dich. Doch. Ich bin mir nicht hundertprozentig. Aber normalerweise müsstest du ab Level 1 schon beitreten können. Er sagt, betrete Lobby. Episode 1, Epi ist der Sitzung beigetreten. Hallo! Ich weiß nicht, wo ich drauf drücken muss. Nee, das ist. Doch, das ist Klatschen, das ist auch gut. Komm her, du olle Socke, du. Komm her. Hallöchen. Ja, der Epi ist da. Der hat sich schon wieder grüne Haare gemacht. Und hat mir die Klamotten geklaut. Gibst du mir meine Klamotten jetzt mal? Ich kann durch dich durchlaufen. Du hast keinen Rucksack. Nee, ich habe ja auch keinen. Meine ich momentan nicht. Wieso nicht? Bei mir war ein Rucksack drin. Nee, ich meine nicht. Und ich habe schon das da hinten hier. Guck mal, da hinten. Du kannst mich mal. Du bist nicht hier, um hier einen auf dicke Hose zu machen. Du bist hier, um mir zu helfen, damit das hier bei der Aufnahme ein bisschen schöner ist. Es werden einige Salate gepflanzt. Nein, die Salate habe ich schon gepflanzt. Als erstes müssen wir dieses Land pflügen. Geh zu einem leeren Feld und drücke linke Maustaste. Das sind aber keine leeren Felder. Also bei mir steht, ich soll Salat ernten, aber ich will deinen Salat nicht wegernten. Nachher brauchst du den noch. Hä? Soll ich den ernten? Warte mal, eben gepflügtes Feldgras. Kann ich das nur auf dieser Vorlage machen? Sonst konntest du das doch auch immer überall hin machen. Nö, du bin musst es dahin machen einfach. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Moment, ich nehme jetzt erstmal die raus. So. Dann nimmt er das auf jeden Fall an. Aber ich kann das nicht einfach überall machen. Ich kann das nicht daneben machen, habe ich gerade festgestellt. Beziehungsweise dahinter. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe eine neue Stufe der Karotte bekommen. Der Laden, großartig. Jetzt müssen wir wählen, was wir anpflanzen wollen. Du kannst mit Q den Shop öffnen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ach so, doch, ich wollte aber was anpflanzen. Ich wollte nämlich das dritte hier anpflanzen. Ich weiß gar nicht, da oben habe ich das Geld. Der Epi, der hat ja nichts zu tun. Ich darf nur ernten, aber ich darf nichts pflanzen. Ja, warte, ich wollte ja noch die Rechte geben. Der Epi, der hat ja nichts zu tun. Der könnte mal hier so ein bisschen die Bewässerung übernehmen. Ne? So. Nee, darf ich auch nicht. Warte mal, wie geht das denn? Mit Escape. Hat der schon... Nee, warte mal, was ist denn die 42, 41? Du hast Level 5 aber, ne? Was bedeutet denn die... Keine Ahnung, deine Verbindung oder so, glaube ich, ist das. Ich bin mir nicht sicher. Warte, mach mal nix. Quests, Pflanze, bauen. Eine gute Verbindung. Ja, bauen. Ich bin mir nicht sicher. So Favoriten hinzufügen. Ich bin mir nicht sicher, was du mit Vollzugriff machen kannst. Aber bauen ist quasi der Vollzugriff, ohne dass du alles machen kannst, glaube ich. Also ohne, dass du irgendwas abreißen kannst. So, dass du nicht aus Versehen was abreißen kannst, weißt du? Mhm. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wie kannst du denn die Erweiterungen hier holen? Hier sind gar keine Dinger mehr dran. Ach, öffne den Shop und wähle Kopfsalat. Och, ihr könnt mich doch mal. Wieso muss ich immer das machen, was ich gar nicht machen möchte? Nur damit ich eure blöde Quest hier machen kann. Das ist doch doof. Kannst den Kaufmodus beenden, indem du keine Ahnung... Warte, nicht. Ich muss die gießen. Das ist ja nett, dass der Epi auch mal was macht. Ne? Die ist dumm. Nein, du hast schon gut... Den kannst du gerne machen. Ich musste nur 5 gießen.
Die Zeit vergeht auch, wenn du nicht im Spiel bist, das ist klar. Ja, jetzt hat umgeschaltet. Es war auch klar. Jetzt hat umgeschaltet. Tolles Deutsch, ne? Wieso hast du das jetzt so gemacht? Da sollen die Karotten hin in dem Fall. Noch drei Pflanzen. Hä, kannst du hier deine Quest weitermachen? Ja. Oh. Sag bei mir Sommer. Was steht denn bei dir? Sommer. Bei mir steht Sommer steht bevor. Sommer steht bevor. 20 Salate. Achso, kann man wahrscheinlich. Das aber deine Quest. Muss man. Dann mache ich deine Quest weiter. Warte mal, wie war das nochmal? Aber es sagt ihr mir bestimmt. Geh zum Brunnen und drücke Y, wähle einen neuen. Achso, mit Y. Ich vergesse immer zu laufen. Warte, die Bäume mal nicht machen. Ich glaube. Ja, wie machst du das? Das konnte ich nicht. Was denn? Achso, ich sollte ja Y drücken. Ich sollte das nicht. so. Oh, guck mal. Ich darf mal. Aber nichts wegmachen. Mach das mal wieder weg, das Ding hier. Wegmachen darf ich nicht. Ja, das ist das, damit du nicht aus Versehen was löscht. Aber wie machst du es denn? Ach, mit X, ne? X markieren und dann wegmachen. Rechts. Nee. Linke Maustaste. Ja. Okay. Ich geb dem EP erst dann Vollzugriff, wenn die Farm soweit durch ist. Aber was du wegnimmst, musst du auch wieder neu machen, ne? Nee. Deine Feldfrüchte sollten bald zur Ernte bereit sein. Sobald sie fertig sind, ernte sie. Stopp. Ich muss 5 Sachen ernten. Ja, aber warte. Ich auch. 2. Ja, aber ich mach doch die Quest gerade. 3. Ja, wieso machst du hier? Ist das nicht die Quest, die du dann schon gemacht hast? Ja, anscheinend schon. Ja, aber wieso machen wir dann beide die Quest auf meiner Farm? Weil ich was du bei gemacht dir von vorne anfangen. Ich darf ja meinen Traktor nicht rausholen. Ja, weil was du gemacht hast, das war für mich uninteressant. Das hat er dann nicht angenommen. Aber dass du Salate geerntet hast zum Beispiel, das hat er angenommen. Ich meine, das waren die, die du eben geerntet hattest. Es ist Zeit, in die Stadt zu gehen. Das Problem ist, dann wirst du wahrscheinlich rausgeworfen, oder? Mach mal M und mach mal Y. Mal gucken, was passiert. Also wir testen das jetzt mal, ihr Lieben. Oh, der Epi läuft auf meiner Karte rum. Y zur Stadt reisen. Steht hier oben übrigens. Kann ich auch draufdrücken. Bist du noch bei mir drin? Ja. Oh, cool. Dann ist das eine eigene Ebene wahrscheinlich hier. Die hast Stadt. Hast du schon 1000 Gold? 1230. Ja, dann kannst du das kaufen. Lass uns einen Gemüseladen eröffnen. Das ist jetzt neu, das lese ich euch natürlich vor. Um das zu tun, gehe zu einem verfügbaren Grundstück. Woher soll ich denn wissen, wo die verfügbar sind? Nee, das sind diese Häuser, da kannst du rangehen. Geh am Marktplatz am besten. Ja, woher soll ich wissen, wo der Marktplatz ist? Warte mal, kann man M... weiter von der Bushaltestelle da nach innen. Hier sind irgendwo NPCs. Warte mal, hier hat einer so ein Viereck auf dem Kopf. Was ist mit dir? Kann man bei dir was abholen? Hey, Alter, du siehst aus wie ich, nur als Nerd und männlich. Kann ich mit dir irgendwas machen? Auf meinen Reisen habe ich viele Dinge ausprobiert, aber nur wenige kommen an den Geschmack eines Apfels ran. Könntest du mir welche geben? Könnte ich, aber ich habe keine. Tut mir leid. Es ist vollkommen verständlich, dass du sie alle für dich behalten willst. Ja, ich habe doch noch gar keine. Ich habe die doch noch nicht geerntet. Das muss ich doch gleich machen. Wahrscheinlich in der Quest. Ich bin völlig überfordert. Ich bin jetzt an dem Brunnen. Hallo, guten Tag. Ich möchte einen Gemüseladen kaufen. Wo finde ich hier einen Gemüseladen? Kann ich da nicht auch hingehen? Also hier sind, jetzt da hingehen, bin ich da bei dir? Hier sind, ja, ich hoffe. Hier sind Häuser. Da läuft wieder eine rum. Die hat anscheinend einen Auftrag für mich. Die kannst du nur alle was war nicht das? Machen. Shop? Nee, komm mal hier. Shop Gemüseladen. Ach so, überall, wo so ein Schild dran ist, kann ich das ja, aber hinbauen. Mach das doch hier, wo dieser schöne Brunnen ist. Hier auf der Seite. Mach das hier hin. Hier, da zum Beispiel. Hier. Nee, dann gucken die sich ja alle den schönen Brunnen an und nicht mal meine Sachen. Du bist doof. Nehmen wir mal hier. Das ist hässlich. Das muss verschönert werden. So. Klatsch. Hallo, guten Tag. Ich komme hier nicht mal raus. Stadtgeschäfte. Du kannst Geschäfte in der Stadt öffnen, um Ressourcen zu verkaufen. In der Regel im Austausch gegen Geld. Ja, für andere? Also, dass andere Spieler das machen können, oder wie? Sie erhöhen die Lagerkapazität deines Bauernhofs. Oh, das ist gut.
Geschäfte haben eine begrenzte Anzahl an Angeboten, die erreicht werden können, die sich im Laufe der Zeit erholen. Hä? Wie erholen? Also, dass neue Angebote kommen, oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, du musst da auch Sachen verkaufen, dann kriegst du da irgendwie Sachen. Ist das jetzt wörtlich übersetzt mit dem Erholen? Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Du kannst die Geschäfte verbessern, um ihre Wiederherstellungsrate der Verkäufe zu verbessern und ihre... Alter! Speicherkapazität zu erhöhen. Was war das gerade? Hast du es auch gehört? Auf. Hallöchen, guten Tag. Ah, jetzt komme ich raus. Sehr schön. Hallo. Hallo. Wie viel brauchte der? Ich kann nichts kaufen, weil ich nichts auf Lager habe. Ich dachte, wir haben so viel Salate. Ja, dann habe ich deine Salate verkauft. Das tut ja, mir geil. Guck mal, wie viel Geld du hast und wie viel Diamanten. 5 Diamanten, aber die interessieren mich ja nicht. Ich will ja was verkaufen. Sonst komme ich mit der Quest nicht weiter. Du hast ja da Diamanten von. Ja, die Diamanten interessieren mich aber nicht. Ich muss ja die Quest machen. Du kannst zur Farm zurückkehren, indem du M drückst. Oder muss ich das jetzt nicht machen? Mhm. Ich dachte, ich krieg eine Quest, dass ich was verkaufe, weil sonst weiß doch keiner, dass ich überhaupt was verkaufen kann. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Welche Quest habe ich jetzt abgeschlossen? Hallo? Ich habe die abgeschlossen mit dem Sommer. Hey, ich hätte das lieber alleine machen sollen. Der Epi macht ja alles, ohne mich zu fragen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was der hier macht. Ich habe den Salat geerdet. Kleine Sau hier. Wo ist sie denn? Mach mal Äpfelbäume. Moment. Ich muss 3 Bäume ernten. Deswegen habe ich ja gesagt, nicht die Bäume ernten, weil sonst muss ich das nachher noch machen. Mach mal genau. Das ist aber irgendwie komisch. Also es sieht komisch aus, wenn man hier ist. Aber eigentlich ist es realistischer, ne? Wenn das hier so schräg ist. Aber man kann... Was unrealistisch ist, guck mal. Ich kann hier hochgehen so. Naja, was heißt unrealistisch? Ich meine, wenn ich irgendwo hochkletter, wenn ich ganz... Ich bin ja jung und fidel hier, ne? Da kann ich ja so hochklettern. Ich mache hier jeden Tag Parcours in meinem kleinen Gärtchen. Glaub nicht. Ich hab Blumen. Ich hab Blumen. Die kann ich aber nur gießen. Die brauchen wahrscheinlich sehr lange. Oh, ich habe hier hinten keine Ahnung. Aber die lasse ich noch drauf, falls wir die noch brauchen. Garage. Jetzt kannst du eine Garage in der Stadt bauen. Ja, toll. Ja, genau. Dann kriegst du deinen Traktor. Komm mal mit. Die dir den Zugang zu deinem Traktor ermöglicht und dir somit die Arbeit auf deiner Farm beschleunigt. Musstest du da nicht vorher Level 5 für sein? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Du warst das... Ach, da bist du. Komm mal mit. Hier kannst du die Garage machen. Ich soll nach hier vorne gehen, dann stehe ich da und sagst du, komm. Achso, ich kann ja schneller. Der ist aber unheimlich langsam hier ohne Sprint, finde ich. Wenn du da musst du da drauf gehen und kannst du drücken. Kann ich die nicht neben meinem Gemüseladen hin? Kannst du auch, ja, kannst du auch wahrscheinlich auch. Das sieht scheiße aus, aber dann habe ich alles zusammen. Also. Warte mal. Aber hier kannst du auch hin machen. Ja, mache ich mir hier meine Garage. Ist das meine Garage? Ja. Das war eine, ja. Ja. Klatsch. Ah! Das ist. Das darfst du dich noch nicht mal freuen. Da kommt direkt wieder irgend so ein Ding hier reingeklatscht. Fahrzeuge. Dein V-Traktor ermöglicht es dir, auf mehreren Feldern gleichzeitig zu arbeiten. Ihn zu benutzen verbraucht Kraftstoff. Das kennen wir ja alles. Kraftstoffkapazität erhöht sich abhängig von deinem Spielerlevel. Der Traktor hat auch einen speziellen. Ja, wobei früher war es so. Das ist, glaube ich, auch abhängig vom Farmlevel war, oder? Oder nur vom Spielelevel? Weil wenn ich eine neue Farm gemacht habe, konnte ich nie so viel damit machen wie mit der alten, also mit der großen Farm, meine ich. Der Traktor hat auch einen speziellen Arbeitsmodus, um auf großen Feldern zu arbeiten. Aktiviere ihn, indem du links Shift drückst. Ich hoffe, da steht alles noch da unten drin, weil ich habe es nicht so mit behalten über längere Strecken bei sowas. Kann ich hier auch schon V drücken? Nee. Achso, wenn du auf deiner Farm bist. Ja, man sollte immer zu Ende lesen. Geh zurück zu deiner Farm. Und da ist er schon wieder, den Salat am Ernten. Man kann hier nichts lesen, ohne dass irgendeine Meldung vom Epi kommt. Wir brauchen Karotten. Wir müssen mehr Karotten haben. Hallöchen. Ich kann den... Oh, ich kann den verbessern. Kapazität erhöhen. Wir brauchen Weizen. Konnte den Shop nicht ab... Ach nee, warte mal. Wir brauchen 2 Medaillen. Wieso 2 Medaillen? Ja, die braucht ich auch. Zeigt die mir, ich auch noch nicht. Er zeigt mir an, ich habe 5 Weizen im Inventar und sagt dann 2 Medaillen. Aber ich brauche 8 Weizen insgesamt. Ich glaube, das ist das. So.
Du weißt schon, dass du dann deinen Traktor normalerweise auch benutzen kannst, wenn du dann bei mir bist. Den habe ich ja benutzt gerade. Achso. Okay, das ist das Neue, was ich mir zwar schon mal angeguckt hatte. Wieso bin ich durchsichtig, wenn ich auf dem Traktor sitze? Alter! Ist das ein Grafikfehler oder ist das so gewollt? Ich bin durchsichtig. Du bist durchsichtig, du bist durchsichtig. Das ist geil. Aber irgendwie auch niedlich. Wie hast du denn die Erweiterung bekommen? Musstest du die kaufen oder war die automatisch? Ist wahrscheinlich mit der Quest gesagt. Welche Erweiterung? Meinst du meinen Flammentraktor? Nein, ich meine jetzt, dass es größer wird hier. Oh, Radieschen. Ja, das kommt gleich. Das kommt als nächstes gleich. Oh, ich hätte vielleicht mal gucken sollen. Moment, Shift. Nein, 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 nicht Shift. Nicht Shift. Ja, ich bin auf Stufe 3. Ja. So bist du, kannst keine Karotten pflanzen gerade. Kann man neuerdings? Ach so, ah, nee, nicht neuerdings. Das ist Quatsch, das kommt man früher. Fahr nicht so lange mit dem Traktor rum, weil das Benzin, du hast keine Tankstelle, das Benzin ist dann scheiße weg. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Jetzt flüge 9 Kacheln mit deinem Traktor. Was ist das denn? Ich habe hier Clownsfische und die sehen total... Hallo, mein Kleiner. Die sehen total süß aus. Das ist Captain Nemo. Wieso bin ich eigentlich größer als du? Ich dachte, du hast dich auch so maximal groß gemacht. Ja, aber gemacht. Nicht Max. Ich habe nicht Max gemacht, nee. Boah, es ist alles so... Ich bin schon wieder durchsichtig hier. Es ist alles so anstrengend. Aber Schatz, guck mal, wie schön die Sterne sind. Ja. Ist das nicht toll? Weißt du was? Nee. Ich würde sagen, mit diesem tollen Ausblick werden wir hier erstmal die Folge beenden und dann machen wir den Rest mit den Quests und so weiter in der nächsten Folge. Dann können wir uns was erholen bis dahin. Dann ist auch der nächste Tag. Ja, genau. Clever, ne? Mhm. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.